herzlich willkommen, lieber Dr. Ippen beim Hilton Talk. Vielen Dank. Danke, danke. Ja, ja. Jetzt sind wir beim Thema. Aber wir haben ja gerade von Herrn Popp gehört, ja, dass Größe relativ ist. Ja, Sie haben das alles so aufge... Ja. Und ich muss sagen, Herr Popp, das war schon recht ungewöhnlich, was Sie so von sich gegeben haben. Ich will das aber jetzt nicht in Bausch und Bogen verdammen. Also einiges hat mir sehr gut gefallen und da kann man auch nur unterstreichen, was Sie zum Beispiel gesagt haben. Also einmal, Sie sagen 30 Jahre verheiratet. Da stecke ich locker weg, ich bin nämlich 43 Jahre alt. Also da haben Sie noch, also ein Applaus wert in der heutigen Zeit. Da haben Sie noch einiges vor sich. Was ich aber von den ernsten Dingen, die Sie gesagt haben, was man ja wirklich mal auch sagen muss, was Sie gesagt haben, bei uns in Deutschland arbeiten zwei Gruppen nicht intensiv. Einmal, wie wir wissen, die Sozialhilfeempfänger oder heute heißt es Hartz IV und so weiter, die arbeiten nicht richtig. Aber auch die sogenannten Reichen, die Erbengeneration, die arbeitet bei uns auch nicht richtig. Das hat mir wirklich gut gefallen, was Sie gesagt haben, weil das leider auch eine Tatsache ist, die aber aus meiner Sicht nicht unbedingt mit dem System verbunden ist. Denn in den USA zum Beispiel, das wissen Sie ganz genau, wo Sie in der Nähe von New York wohnen, in den USA ist das ganz genau anders. Erstens arbeiten da auch die Armen und wenn Sie auch nur als Fahrstuhlführer in einem Hotel stehen, wo wir als Deutsche sagen, eigentlich der Fahrstuhl würde auch ohne Führer fahren, wenn man hier im Hilton Hotel hier rauffährt, in diesen schönen Raum, kommt man auch ohne Fahrstuhlführer aus. Aber in Amerika finden Sie eben jemanden, und Sie finden eben jemanden, der vom Supermarkt die Tüten zum Parkplatz trägt. Aber auch die Reichen arbeiten in Amerika. Und das ist der Unterschied. In Amerika ist es einfach unehrenhaft, nicht zu arbeiten. Und Amerika hat aber auch das von Ihnen so kritisch dargestellte kapitalistische Zinssystem und so weiter. Also da waren so einige Dinge, wo ich Ihnen nicht so hundertprozentig folgen konnte, muss ich mal sagen. Aber interessant war es auf jeden Fall. Fand ich auch. Ja. Darauf kommt es an im Hilton-Talk. Darauf kommt es immer an. Ja. Aber wir wollen natürlich über die Medien reden. Ja. Dafür sind Sie ja auch da, weil Sie da so eine großartige Erfahrung und Know-how und Professionalität mitbringen. Und da kam ja der Vorwurf, zu sagen, Mensch, Pressefreiheit, das gibt es eigentlich gar nicht mehr. Nun sind Sie als Verleger gefordert. Ja, also das ist natürlich, das ist nett, das ist ein Heimspiel, würde ich mal sagen, wenn Sie mich das fragen. Ja. Also einmal natürlich, das hat ja Herr Popp auch mit Recht gesagt, von der Verfassung her haben wir natürlich mal die Pressefreiheit, was ein ganz, ganz großes Glück ist. Artikel 5 Grundgesetz garantiert die Pressefreiheit nicht. Die Medien müssen Angst haben vor der Politik, sondern umgekehrt, die Politik muss Angst haben vor den Medien. Das ist ein Riesenglück und leider keineswegs mehr selbstverständlich. Weltweit gesehen ist nämlich die Pressefreiheit eher im Rückschritt als im Voranschreiten, wenn man an Russland denkt und viele Länder, wo es keine richtige Pressefreiheit mehr gibt oder wo der Journalist, der kritisch sich äußert, gefährlich lebt. In Russland sind allein in diesem Jahr schon wieder 4 Journalisten ums Leben gekommen. Aber das meint ja Herr Popp auch nicht, sondern er meint ja mehr, weil er ist ja auch intelligent natürlich, er meint ja mehr, es gibt zwar die Pressefreiheit im Gesetz, aber es gibt sie eigentlich de facto nicht, weil alle Zeitungen ungefähr das Gleiche schreiben. Also dazu ist Folgendes zu sagen, das hat übrigens mal mit einem sehr guten Bonmot, vor 50 Jahren gab es einen berühmten Journalisten, der hieß Paul Sethe, der hat mal das Wort geprägt, was ein gutes Bonmot ist, die Pressefreiheit ist eigentlich nur die Freiheit von 50 reichen Leuten in Deutschland, die über Druckmaschinen verfügen und die drucken können, lassen können, das, was sie selber meinen. Das war ein gutes Bonmot, hat damals nicht gestimmt und heute stimmt es natürlich erst recht nicht. Warum? Ja, weil wir eine solche Vielzahl heute von Medien haben, gerade die Öffnung in die elektronischen Medien, nicht zuletzt das Internet, ist ja ein ganz, ganz großes Glück. Deswegen, weil es ein Demokratisierungsprozess ist, ein unendlicher Demokratisierungsprozess, so wie wir hier in diesem Raum heute miteinander reden, soweit die menschliche Stimme trägt, so kann ja im Netz jeder mit jedem reden und es gibt alles und jedes und jede Meinung und jede Nachricht und alles kann öffentlich diskutiert werden. Und was Sie bemängeln, Herr Popp, das verstehe ich oder was Ihnen so vorkommt, dass natürlich in den Zeitungen oftmals etwas Ähnliches steht.
Das liegt aber nicht daran, dass es ein Kommando gibt, sondern es ist einmal die Nachrichtenlage. Ja? Jede Redaktionskonferenz, die in Deutschland stattfindet, und wir haben in Deutschland, muss man auch mal sagen, zwar etwa ungefähr 200 Tageszeitungen, wir haben aber 1500 Redaktionen, 1500 Lokalredaktionen. Sie haben es angesprochen, aus meiner Gruppe von der Insel Fehmarn bis nach Schongau oder Garmisch-Partenkirchen. 1500 Lokalredaktionen und Redaktionen setzen sich jeden Tag in Deutschland zusammen, allein in der gedruckten Tageszeitungspresse. Nicht die Zeitschriften, nicht die vielen Radioprogramme, nicht die vielen anderen Dinge, die es gibt, sondern nur den Tageszeitungsbereich. 1500 Redaktionen, da ist jedes Mal die Frage so, wie ist die Nachrichtenlage, was haben wir? So, und wenn jetzt heute früh oder gestern früh Frau Merkel im Bundestag eine Grundsatzerklärung abgibt zur Frage Rettung des Euro, dann ist es selbstverständlich vorgegeben, dass die Zeitungen von Fehmarn bis nach Garmisch-Partenkirchen, soweit sie einen allgemeinen politischen Teil haben, das am nächsten Tag irgendwie in der Zeitung wieder auch aufscheint. Was Herr Popp auch noch meint und was auch natürlich richtig ist, dass er sagt, ja, aber bestimmte Sichtweisen kommen mir zu wenig vor. Zum Beispiel Ihre Sichtweise von dem Geldsystem, dass das weggehört, dass es anders sein muss, mehr ein Tauschsystem, was auch immer, will ich jetzt nicht gar nicht in Bausch und Bogen verwerfen, weil das Gute, das sind ja volkswirtschaftliche Themen. Und das Gute bei volkswirtschaftlichen Themen ist ja, es gibt nicht nur eine einzige reine Wahrheit. Ja, denn in der Mathematik gibt es nur eine Wahrheit. 2 plus 2 ist 4 und daran wird auch keiner von uns etwas ändern. Bei volkswirtschaftlichen Themen, mag es noch so absurd sein, gibt es immer mehrere Wahrheiten. Aber es gibt in Gesellschaften sogenannte Mainstreams. Das heißt, es gibt nur einmal Ansichten, die sind populär im Augenblick und sind der Mainstream der Gesellschaft. Und diejenigen Damen und Herren, die Verantwortung tragen in den Redaktionen von Zeitungen wie Fernsehen, wo überall, die sind natürlich Teil der Gesamtbevölkerung und sind natürlich auch sehr leicht geneigt, überwiegend den Mainstream-Meinungen zu folgen. Wenn also im Augenblick ist zum Beispiel Mainstream-Meinung, im Gegensatz zu dem, was Sie ja offenbar meinen, dass das CO2 gefährlich ist und dass die Umwelt gefährdet ist und so weiter. Absolut. So, deswegen lesen Sie das meistens in den Medien und hören das meistens so. Aber trotzdem hören wir auch das Gegenteil, weil es neben Mainstream auch immer etwas anderes gibt. Medienunternehmen sind logischerweise Wirtschaftsunternehmen. Sie leiden auch unter der Wirtschaftskrise, der Finanzkrise. Das Abendblatt in München hat vor einigen Wochen bekannt gegeben und vollzieht auch die Kündigung von 50% der Mitarbeiter. Da ist die Redaktion selbstverständlich auch von betroffen. Wie sehen Sie überhaupt den Qualitätsjournalismus vor dem Hintergrund, dass es ja den Medienverlagen und auch den Redaktionen immer schlechter geht? Wir hören auch vieles, sagen wir, wenn wir in München sind, von der Süddeutschen Zeitung, es wird gestöhnt, es werden viele Redakteure entlassen. Ist da überhaupt der Qualitätsjournalismus in Deutschland noch gewährleistet? Ja, also hundertprozentig. Und Sie müssen das, was Sie hören, sage mal, die Medien stöhnen auch auf sehr hohem Niveau. Für eine Süddeutsche Zeitung ist es kein Jahr her, da stand die Süddeutsche Zeitung zum Verkauf, da wurde das Unternehmen bewertet mit 1 Milliarde Euro. Das mag zu viel gewesen sein, aber es ist immerhin noch ein Zeichen, dass es noch sehr viele Menschen gibt, das haben ja Fachleute gekauft, keine Idioten, dass es also Menschen gibt, die die Zukunft von solchen Medienhäusern sehr, sehr hoch einschätzen. Und es ist wirklich so, dass in allermeisten Zeitungen in Deutschland wirtschaftlich relativ gut geht, nach wie vor. Die Branche ist sehr verwöhnt gewesen seit Kriegsende. Sie ist gestartet in einer Zeit, als die Menschen durch die Verarmung der Nazizeit und durch die Befreiung nach dem Sieg der Amerikaner und Engländer hungrig waren auf Nachrichten und Zeitungen und die Auflagen gingen sofort sehr, sehr hoch. Das Werbevolumen kam dazu, also eine sehr, sehr verwöhnte Branche. Und nun ist natürlich durch den zunehmenden Wettbewerb, durch das Internet vor allem, sind natürlich Veränderungen eingetreten, insbesondere in der Weise, dass ein Teil des Anzeigengeschäftes ins Internet abgewandert ist. Und zwar nicht die
nicht die Anzeigen von Aldi und Lidl und sonstige Einzelhandelsanzeigen, sondern insbesondere das, was wir Rubrikmärkte nennen. Wenn wir also heute eine Immobilie in München suchen, eine zu kaufen, was man keinem raten soll bei den hohen Preisen, oder zu mieten, was man auch schon nicht mehr raten kann, weil auch die Mieten sehr hoch sind. Aber jedenfalls, wenn wir in München eine Immobilie suchen, dann guckte man früher in die Süddeutsche Zeitung. Heute schaut man in die Internetportale ImmoScout oder ImmoWelt, weil das einfach im Internet sich besser darstellen lässt. Stellenanzeigen? Stellenanzeigen ist das gleiche Problem. Lässt sich auch im Internet mit ganzen Lebensläufen zeigen. Autoanzeigen ist etwas Ähnliches. Und es sind also bestimmte Bereiche ins Internet gegangen, weil das Internet einfach das überlegende Medium ist, wenn es darum geht, gezielt etwas zu suchen und zu finden. Und das wiederum reißt in den Kassen mancher Zeitungshäuser riesige Umsatzlöcher, weil die Stellenanzeigen waren ja teuer und die Immobilienanzeigen auch. Und das ist eins der Probleme, was vielleicht eine Frankfurter Allgemeine, auch eine Süddeutsche Zeitung oder insbesondere die meisten Großstadtzeitungen haben, mit dem man aber fertig werden kann. Das sind Anpassungsprozesse. Das Interesse an der Zeitung, an den Inhalten der Zeitung, ist nach wie vor völlig unverändert. Die deutschen Tageszeitungen erreichen immer noch, ich weiß nicht, ob 75% der Haushalte. Das Interesse an den Zeitungsinhalten ist da, und deswegen ist, und das Interesse an gutem Journalismus ist insbesondere da. Und recherchierender Journalismus ist auch wichtig, solange es intelligente Menschen gibt. Wird denn dieser Bürgerjournalismus funktionieren im Internet? Wir haben ja auch die Bürger, die überall unterwegs sind, auch mit ihren Handys. Und wenn nun eine Passagiermaschine im Hafen von New York notlanden muss, ist zufällig ja ein Bürger unterwegs auf einer Fähre und fotografiert dieses Bild. Der Journalist war eben in dem Moment nicht dabei. Und dieses Foto ist blitzschnell in der ganzen Welt, in allen Redaktionen im Internet. Das ist so ein bisschen Bürgerjournalismus, aber der Qualitätsjournalismus ist doch, jetzt muss doch mal hinterfragt werden, wie kam es zu diesem Unglück oder zu dieser Landung? Und das ist eigentlich Aufgabe des Hinterfragen, des Recherchieren der Journalisten. Also die Qualität des Journalismus, die ist doch eigentlich nach wie vor auch gefragt. Ja, selbstverständlich. Und das, was Sie schildern, das berühmte Beispiel von der Notlandung im Hudson River, was über einen Twitterer, der zufällig auf der Fähre war, in die Weltpresse und in die Weltmedien gekommen ist, ist doch ein Zeichen dafür, dass einfach heute die Nachricht in einem Ausmaß zugänglich ist, wie es früher unvorstellbar war. Nachrichten sind heute etwas geworden, das würde man Englisch eine Commodity nennen, also eine Ware, die überall beliebig aktuell und schnell erhältlich ist und für die insbesondere die Gewohnheit besteht und die Erwartungshaltung besteht, dass man nichts dafür bezahlen muss. Und das legt natürlich irgendwo auch eine Axt an bestimmte traditionelle Bereiche des Zeitungswesens, weil Zeitung heißt eigentlich Nachricht. Die Zeitungen sind ursprünglich entstanden aus dem Nachrichtenbedürfnis. Deswegen waren da auch sehr viel an Poststationen waren die ersten Zeitungen, weil da kamen die Verbindungen rein. Also das Nachrichtenwesen kann heute nicht mehr Kern der Aufgabenstellung einer Zeitung sein, sondern jetzt geht es wirklich darum, die Hintergründe, die auszuarbeiten, die in die Zukunft zu schauen, die alles Mögliche auszuleuchten, Menschen zu befragen, wie wirkt es auf Menschen, wie ist die Meinung über dieses und jenes. Und dieser Aufgabe kommen ja die deutschen Zeitungen nach meiner Meinung recht gut nach. Wie wird denn die Zeitung der Zukunft, also die klassische Zeitung, wie wird die Zeitung der Zukunft aussehen, um am medialen Markt, also sprich Internet, bestehen zu können? Sie wird in der einen Weise eine gedruckte Zeitung bleiben, vielleicht noch etwas weiter entwickelt, aber sie ist ja schon sehr weit entwickelt mit voller Vierfarbigkeit. Und sie wird den weiteren Schritt tun über zeitungseigene Internetauftritte. Das gibt es ja heute auch schon in jeder Zeitung. Damit kann man ein Hindernis, was wir immer hatten, überwinden. Das Hindernis bestand darin, dass eine Zeitung streng genommen ja nur alle 24 Stunden aktuell ist, nämlich im Zeitpunkt der Drucklegung. Gehen Sie heute auf die Internetseiten der deutschen Zeitungen, dann werden Sie auch zwischendurch laufend
aktuell informiert. Sie können auch Filme sehen, also auch bei Lokalzeitungen. Gehen Sie auf Münchener Merkur, Murnau oder auf unsere Plattform oder auf TZ. Sie sehen Filme über das Geschehen des Tages. Wenn ein Unfall war, sehen Sie, wie das Unfallauto abgeschleppt wird. Oder Sie können mit der Kamera verfolgen, unsere Redakteure fahren mit der Kamera die Strecke, die zum Unfall geführt hat. Also Sie können sich wirklich multimedial sehr viel besser informieren, als es mit der gedruckten Zeitung alleine ging. Was kann denn die Zeitung besser als das Internet? Die Zeitung kann besser als das Internet das Traditionelle. Einmal ist es gibt keine Internetplattform in einem solchen Format. Die Zeitung hat also ein ganz anderes Format. Außerdem kann ich die Zeitung anfassen. Ich kann bei einer Tasse Kaffee sitzen und sie lesen. Das sind Dinge, die werden sicherlich immer irgendwie bleiben. Wir gehen, es gibt ja auch noch Kinos. Streng genommen braucht man ja kein Kino mehr, denn zu Hause habe ich jede DVD. Wenn ich aber das spezifische Kinoerlebnis haben will, ja, vom Eintrittskarte kaufen, Popcorn kaufen, in der Pause Langnese-Eis bestellen und vielleicht mit der Freundin oder Freunden in einer Gruppe in einem Kinoraum sitzen. Das kann ich nur im Kino erleben. Und genauso ist auch das spezielle, spezifische, haptische Zeitungserlebnis nur in der Zeitung möglich. Die Entwicklung wird freilich dahin gehen, wenn wir immer bessere elektronische Geräte bekommen, wie jetzt das iPhone, wie jetzt das iPad demnächst, dann wird es natürlich auch immer Menschen geben, die sagen, ich brauche kein Papier, ich habe hier ein schönes, kleines, elegantes Gerät und da suche ich mir das raus, war die Zeitung so, wie ich sie haben will. Das wäre für die Zeitungspresse kein tödliches Problem, wenn es gelingt, den Leuten, die die Zeitung auf diesen Lesegeräten bekommen, denen Geld abzunehmen. Persönliche Frage an Sie. Wie viele Zeitungen lesen Sie pro Tag und wie viel Zeit verbringen Sie im Internet? Ja, das ist, kann man ganz einfach sagen. Also richtig lesen tue ich keine einzige Zeitung. Ich blättere Zeitungen und bleibe hängen an Dingen, die mich interessieren. Natürlich verfolge ich die Münchner Zeitung, die beiden eigenen, Münchener Merkur und TZ, zusammen mit meiner Frau, ein altes Ehepaar, siehe 43 Jahre. Wir spielen uns das zu und meine Bruder hat die Abendzeitung besser als ihr und ich sage, komm, ärgere mich nicht schon am Morgen, der Merkur ist hier besser und die TZ ist da besser. Also dieser Austausch findet statt. Ich lese natürlich auch die FAZ. Als Unternehmer ist das, glaube ich, eine gute Zeitung. Aber man kann dort intelligente Menschen lesen, nicht zu viel Zeitung. Sollte man nicht machen, wenn sie überlegen, dass zum Beispiel eine einzige Wochenendausgabe einer normalen, dicken Tageszeitung genauso viel Buchstaben hat wie der Roman Buddenbrooks, dann frage ich Sie, wovon haben Sie mehr, wenn Sie jetzt diese normale Wochenendsausgabe ganz lesen, vom ersten bis zum letzten Buchstaben, oder Sie lesen den Roman Buddenbrooks? Ja, unser übergeordnetes Thema ist ja heute schöne neue Arbeitswelt. Wie wird sich die Arbeitswelt bei Ihnen in der Medienbranche verändern? Sie spüren es ja auch schon, aber wie wird es weitergehen? In der Medienbranche gibt es ein weniger werden und ein wachsen. Es gibt Verschiebungen. Ja. Die Internetrevolution hat natürlich zu einer Vielfalt geführt, wo auch ja wahnsinnig viele Arbeitsplätze entstanden sind. Das sind ja Medienarbeitsplätze, auch Menschen, die Internetseiten gestalten. Das ist ein ganzer Beruf, Internetdesigner geworden und Menschen, die die Inhalte kontrollieren und bloggen und schreiben und tun. Also die Medienberufe sind ausgesprochene Wachstumsberufe. Wir sehen immer nur die eine Seite, dass vielleicht eine Süddeutsche Zeitung sagt, ich kann nicht mehr ein Korrespondentenbüro in Berlin mit 20 Leuten unterhalten, es müssen jetzt 15 Leute machen. Das ist für mich ein völlig normaler und sinnvoller Prozess, aber man darf nicht nur das eine sehen, es ist ein Werden und Vergehen, es ist ein Wandel. Die Wirtschaft ist Wandel, Panterei, das gilt für unser Denken und für unser ganzes Leben, vor allem für die Wirtschaft. In der Medienwirtschaft bin ich der Meinung, wird es in Zukunft noch mehr Menschen geben, die dort auch Geld verdienen können, aber es gibt daneben auch die von Ihnen schon angesprochenen nicht professionellen Journalisten. Das, was die zu sagen haben, wird auch immer wichtiger und das wird eine Einheit eingehen. Sie haben gerade die FAZ auch angesprochen. Der Frank Schirmacher, ja,
Ihr Kollege, den Sie sicherlich auch sehr schätzen, hat ein Buch geschrieben im November 2009, ist das rausgekommen, Payback. Ja. Das hat den Untertitel des Buches, warum wir im Informationszeitalter gezwungen sind, zu tun, was wir nicht wollen und wie wir die Kontrolle über unser Denken zurückgewinnen. Verfügen wir noch über einen freien Willen? Mal provokativ gefragt. Also diktiert uns das Internet tatsächlich Dinge, die wir nicht tun wollen? Sind wir sowas wie moderne Sklaven in der Mediengesellschaft? Also Herr Schirmacher ganz sicher nicht. Das ist ein sehr kluger, kluger Mensch. Dagegen. Aber er ist ein Pessimist. Er ist ein Kulturpessimist. Er ist ein Internetpessimist. Das, glaube ich, ist nicht berechtigt. Also ich sehe keinerlei Abhängigkeit. Im Gegenteil, es gibt viel, viel bessere Möglichkeiten zu recherchieren, sich zu informieren, auch als Schreibender, auch als Publizierender. Ich weiß, Sie sind ein großer Internet-Fan. Ich möchte trotzdem, also Sie sind von Anfang einer der wenigen Verleger in Deutschland, die es erkannt haben, gesagt, das Internet wird kommen. Trotzdem nochmal die Frage mit dem Internet, ist es nicht so, dass wir teilweise, alle wie wir da sind, jeden Tag sozusagen eine Tsunami-Informationsflut haben und wir gar nicht mehr wissen, wie wir Herr der Informationen sind. Also das herauszufiltern, was wirklich für uns jeweils an dem Platz, wo man ist, dann auch wichtig ist. Wie machen Sie das? Ja, aber das glaube ich, das ist zwar so, die Informationsflut ist da, völlig unübersehbar, aber wenn Sie mal wirklich fragen, oder ich frage Sie mal, wie viele Internetadressen kennen Sie denn aus dem Kopf? Also ich kenne spiegel.de, ich kenne Bild.de, ich kenne Economist und so, vielleicht noch die Welt. Und wo geht man hin? Also wenn ich habe an meinem Schreibtisch natürlich auch einen ganzen Tag einen PC und bin ganz froh, wenn ich nicht mal in den PC gucken muss. Aber bevor ich abends nach Hause gehe, gehe ich mal kurz auf Spiegel Online und gucke mir an, was an dem Tag passiert ist. Aber ich gehe nicht auf 10 oder 50 unterschiedliche Plattformen. Ein Großteil auch unserer Gäste heute sind Unternehmer, sind Mittelständler, gehobener Mittelstand. Wir haben so ein bisschen den Eindruck, der Mittelstand in Deutschland, nicht die DAX-Unternehmen, nicht die Blue Chips, nicht die ganz großen, aber der Mittelstand in Deutschland geht noch ein bisschen zaghaft mit dem Thema Digitalisierung um, Vernetzung, E-Commerce. Glauben Sie, es wird sich ändern? Es muss sich wahrscheinlich auch ändern, nicht? Ja, wobei ja meine, die Stärke der deutschen Wirtschaft, weswegen uns die ganze Welt bewundert und beneidet und unsere wunderbare Exportmaschine, die wird ja primär nicht getragen von den DAX-Unternehmen. Das hat Herr Popp eben richtig gesagt. Die sind ja heute Weltunternehmen. Daimler ist Daimler und Siemens sind das deutsche Unternehmen. Das haben deutschen Namen sicherlich, aber es sind Weltunternehmen. Aber die eigentliche Stärke der deutschen Wirtschaft sind ja die vielen, vielen großen, zum Teil sehr großen Mittelständler, sitzen viele in Baden-Württemberg, aber nicht nur. Da gibt es Leute, die haben 2000 Mitarbeiter und verkaufen in der ganzen Welt. Und wenn Sie die hier sehen, würden Sie es nicht merken. Es gibt ja einen guten Satz, was ist ein schwäbischer Unternehmer? Das ist ein Mann, der Ihnen den ganzen Abend erzählt, dass er kein Geld hat und beleidigt ist, wenn Sie es glauben. Also das ist die Stärke der deutschen Wirtschaft. Die großen und die sind schon helle wach und die sind auch im Internet unterwegs. Ja, ich würde gerne noch mal ein Zitat nehmen aus dem Buch von Andreas Popp. Damals, da hat er hier jemanden zitiert, Mike Nichols, US-amerikanischer Starregisseur und Oscar-Preisträger. Der Mike Nichols, vielleicht kennen Sie den Film Die Reifeprüfung. Ja, das ist mit lange Dustin her. Hoffmann, das ist lange her, aber ist ein toller Film. Yes, Mrs. Robinson. Yes, Mrs. Robinson, ja, mit schöner Musik. Und der Mike Nichols, der hat gesagt, ich zitiere, eine Handvoll Menschen kontrolliert die Medien der Welt. Ja. Derzeit sind es etwa noch 6 solcher Menschen, bald werden es nur noch 4 sein. Und sie werden dann alles erfassen. Alle Zeitungen, alle Magazine, alle Filme, alles Fernsehen. Es gab einmal eine Zeit, da gab es verschiedene Meinungen, Haltungen in den Medien. Heute gibt es nur noch eine Meinung, die zu formen 4-5 Tage dauert. Damit ist sie jedermanns Meinung. Teilen Sie das? Nein, das ist Quatsch. Das ist Quatsch. Vielleicht darf ich ein Beispiel an einem erfundenen Beispiel sagen, wie es auch sogar in den Münchner Tagen, unterstellen wir mal, morgen
würde die Welt untergehen. Und wir würden das heute erfahren und morgen würden zum letzten Mal die Münchner Zeitungen erscheinen. Dann würde, also, dann würde jeder anderes schreiben. Ja? Die Süddeutsche Zeitung würde schreiben, Weltuntergang, ungeheure soziale Fragen stellen sich. Der Münchner Merkur würde schreiben, Weltuntergang, auch Wolfratshausen betroffen, kommt Stoiber wieder. Kommt er wieder? Die TZ würde schreiben, Weltuntergang, lesen Sie heute noch die Ergebnisse der letzten Fußballspiele vom FC Bayern. So. Und die Abendwahrzeitung würde schreiben, Weltuntergang, die Schickeria feiert weiter von Kitzbühel nach St. Moritz. Danke. Ein schönes Schlusswort. Sie müssen noch zu einem wichtigen Verlagsmeeting. Herr Dr. Ippen, vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Gerne. Herzlichen Dank. Danke. Danke. War okay. Danke.